Vajrasanghara-Sana. Eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung auf den Zehenspitzen. Ausgangsposition im Sitzen. Gib die Fußsohlen zusammen und gleichzeitig gehe auf die Zehenspitzen. Anschließend gib die Arme hinter deinem Rücken und verschränke die Arme hinter den Rücken. Schaue dabei beständig auf einen Punkt, sodass du das Gleichgewicht halten kannst. Dieses Vajrasanghara-Asana gehört wie gerade viele Stellungen, wo du auf Zehenspitzen bist und Knie nach außen, zu den fortgeschrittenen Gleichgewichtsübungen. Und dadurch, dass du die Arme nicht zur Seite hast, kannst du sie nicht zum Gleichgewicht nutzen. Woher der Name Vajrasanghara-Asana kommt, ist etwas unklar. Vajra heißt Diamant. Sangha ist bei den Buddhisten die Bezeichnung für die Gemeinschaft. Sangharama ist bei den Buddhisten die Bezeichnung für ein Kloster. Auch im Buddhismus wurde Yoga geübt. Ob aber tatsächlich Sangharasana etwas mit einem buddhistischen Kloster zu tun hat, ist unbekannt. In jedem Fall ist es eine Übung, die man immer wieder üben kann und eine gute Stellung für Gleichgewicht. Und Gleichgewicht kann man in allen Lebenssituationen brauchen. Mehr Infos über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.